Leute, wir sind heute auf Finn und seiner Geburtstagsparty. Wie wir sehen, wird hier schon der Mr. Beast Burger gemacht. Digga, hast du Bock, den zu essen dann später? Was gibt's hier für Burger? Beast Style, okay? Carl Deluxe. Crispy Chicken. Das ist der Alpha Burger. Digga, schau mal, wie professionell hier alles aussieht bei dem. Ist es dein Lambo? Wollt ihr mal fahren? Gerne, wenn ich darf. Wann nach dem Event? Wie viel PS hat der? 640. 640. Boah. Boah. Ja, schon tief, ne? Jetzt sitzt du wie tief auf der Straße. Ja, ne. Bro, da siehst du ja gar nichts. Es war mal im Golf mehr Überblick so auf die Straße als jetzt hier. Nochmal tiefer gelegt. Nochmal tiefer gelegt. Ja. Dafür klebt der halt auch wenig, gell? Der klebt auf der Straße. Ich bin echt gespannt, was in den Koffern hier drin ist. So, Digga, so ist der Innenraum. Wie findest du es hier? Sehr ehrlich. Sehr geil. Geil? Ich hab direkt was zum Essen genommen. Was ist dein Ziel des heutigen Abends? Dominanz zeigen. Bro, lass mal hier gleich eine Süßigkeiten-Tüte machen. Boah, die sind krass. Erklär mal, was das ist. Das ist unsere Kindheit, nicht? Das sind UFOs, ne? Ja, Mann. Wie hast du die genannt? Wie habt ihr die genannt? Ich hab die UFOs genannt. Das sind UFOs. Von denen mal reichlich 3 Stück. Probier mal noch die blauen Zungen. Vertrau. Was meinst du, die blauen Zungen sind geil, oder wie? Safe. Hier doch schnell lang, hier sind wir durch. Wo siehst du das Licht da oben? Denkst du, es fällt auf, wenn wir die ganzen Ketten mitnehmen und verkaufen? Weil da ist eh genug Licht, weißt du? Die was? Dann haben wir Lichterketten. Wir nehmen die einfach mit ins Auto, wir haben eh gleich so blöd, gefahren. Wenn, dann klauen wir das auf, aber nicht die Ketten, Mann. Boah, das Auto ist zu auffällig. Wir machen heute keine Faxen hier, was ist mit dir, Digga, wirklich. Wir beruhigen heute, aber wirklich, heute bitte ruhig, okay? Wir sind hier bei Finn, hat uns hier eingeladen. Voll der nette Typ, Digga, bitte mach keine Faxen heute, okay? Beruhig mein Bestes. Leute, jetzt sind wir hier hinter den Kulissen von Finnels sein Video, das ist jetzt hier. Ganz speziell gerade. Ich werde jetzt als erster Deutscher den Mr. Beast Burger probieren. Ich weiß, es ist nicht wirklich der erste Burger, der erste Deutsche, aber ich verstehe, was ich meine. Digga, will er uns verarscht? Guck mal mit, was da schauen, was da steht. Monster Truck. So, was passiert da später, Digga? Was ist denn das? Wir dürfen jetzt zum Monster Truck. Wir haben jetzt hier die Genehmigung, komm rüber, Bro. Danke. Oh. Schau mal, wie groß der Reifen ist, wie groß die Eva. Ich kann mich da einfach reinsetzen, ne? Bro, stell dir mal vor, so, ich leg dich da so in den Reifen rein. Du machst dich so klein so und dann bist du da drin so und dann rollst du so. Bro, warte mal zum Vergleich, stell dich mal hin. Wie groß bist du? 1,70? Das Ding ist fucking 3 Meter hoch. Wie willst du da hoch? Frag mich, wie komme ich? Ja, Mann, genau das wollte ich mir nach. Wie kommt man da jetzt hoch? Auf der anderen Seite. Komm, lass mal gucken. Junge, einfach Finn, sein Gesicht ist auf jedem Ballon drauf, auf jeder, in jeder Ecke. Bro, da ist einfach eine Lüftung drinnen. Was ist das denn? Das ist ja wie ein Ventilator. Schau mal, aber hier einfach eine Leiter, Bruder. Leiter. Das ist mit der Leiter im Monster Truck. Digga, was ist das für ein Innenraum? Schau dir mal die Innenausstattung an. Boah, das ist ein Traktor, das ist kein... Das ist vom Harald aus dem Dorf da drin. Kannst du sagen, wie viel PS der hat oder so? Boah, nee, aber der hat auf jeden Fall einen V8, das habe ich eben gehört. Glaube ich, soll mal später mal fahren? Ja, das könnt ihr, glaube ich, machen. Frage, wie viel PS hat das Ding? Der 350. 53? Ja, das ist ein kleines Modell. Da ist nur ein 5,7 Liter V8 Smallblock drin, der Marke Chevrolet. Das reicht, um Autos platt zu fahren. Okay, und was, wenn ich damit das auf die Straße fahren würde? Dann gibt es auf jeden Fall Probleme. Der ist nämlich ein bisschen zu breit und so. Und Licht ist auch nicht angeschlossen, aber auf jeden Fall ein Vorteil, du räumst alles aus dem Weg, ne? Würde ich aufpassen, weil wenn der Typ das fährt, das wird nicht, darf ich heute wird fahren? Nicht gut. Ja, wenn oder? Willst du, darfst du fahren, ja. Wenn der fährt, das ist nicht das aufpassen. Aufpassen. Frag mal dein Outfit heute. Was bist du heute hier? Ich bin Ninja Gold, weißt du? Der schwarze Ninja. Kannst du mal Rückwärtshalte machen oder so? Yo! Jungs, was seid ihr heute da? Ich bin heute als Captain Vader. Wer ist das? Wissen wir American Psycho? Kenn ich nicht. Das ist ein Kulturfilm. Hast du nicht gesehen? Nein, Bro, hab ich nicht gesehen. Scheiße! So sieht's hinter den Kulissen aus, Freunde. Und bei den TikTok-Kollegen, ein Backflip nach dem anderen. Ey, das ist Mr. Beast, Bro. Wo? Oh mein Gott. Bro, er ist reingefallen. Er ist doch reingefallen, Bro. Was ist mit dir denn los? Nein. Herr Anwalt. Hey, Herr Anwalt. Hey, was hast du heute da? Wo ist das Geburtstagskind? Hat er schon Geburtstag oder hat er? Nee, wir gerade rein. Ach so, okay. Also morgen hat er erst. Ja, genau. Ah, perfekt, gut. Das ist ja eine Autorität, Herr Anwalt. Wir dürfen jetzt nichts. Darf jetzt nichts Kriminelles machen hier. Schau mal, wer neben uns steht. Antonis holt jetzt seinen Burger hier ab. Wow. Digga, geil. Ey, wir haben einfach direkt in 2 Minuten Burger bekommen. Hast du 2 gut? Hast du einen für mich mitgenommen? Nein, nein. Anwalt, welchen nehmen Sie? Normal. Beast-Style. Bro, kann ich schon bestellen? Ja, klar. Ja, danke dir, Bro. Danke dir. Und wir haben jetzt den Mr. Beast Burger bestellt und wir probieren ihn dann gleich, wenn er fertig ist, ne? Ist meiner fertig? Ja, ist fertig. Bro, danke. Das meinst du? Ja, danke. Du bist der erste Deutsche, der den Mr. Beast Burger probiert. Komm. Schon der Auserwählte. Ich bin gespannt. Sag mal jetzt.
Und der ist Maschine. Der ist geisteskrank. Ehrlich. Aber er ist voll haltbar. Von 1 bis 10? Ich hab's aber auch gemerkt. 10. Alter, das sieht ja, also Deutsch sieht das auf gar keinen Fall aus. Marco, fass, Freunde. Viel fettiger und viel intensiver als jeder deutsche Burger. Geil, Mann, geil. Bro, Motor geht einfach nicht an, Mann. Scheiße. Digga, die Maschine läuft. Ah, du schaust, ob alles passt, ne? Ja, ja. Wow! Kann ich auch mal? Nein, darf ich nicht? Einmal. Nein. Komm, einmal. Das Problem, wenn du bei der harten Kern bist und ich hab nachher noch Gas, können wir es machen. Aber okay. Wenn wir alle wie ein schießen, dann hab ich nichts mehr, weißt ja, du? Okay. Ist es nicht heiß, wenn du es machst? Ich liebe es, ich brauch die Hitze. Alla. Komm, versuch's. Ja. Versuch einmal. What? Ich will meinen Kopf behalten. Ich will meine Haare noch haben. Dann lass ich sie dran. Dann sag mir Bescheid, wenn du es mal ändern willst. Digga, ist das laut, Mann! Bruder, du hast den dritten Gang gerade losgefahren, oder? Ja, moin, Digga, ja, ist schon Bro, wieder abgewürgt, Digga. Wie meine Ex-Freundin, Digga. Herr Anwalt, fahren Sie jetzt dann gleich auch? Also, ich war gerade schon. Ich bin schon gefahren. Wie war's? Sehr geil. Aber mein Kompagnon Rittersporn fährt gleich auch noch. Natürlich geil. Perfekt. Geil. Jetzt hier der Nächste, der diesen Truck fahren darf. Seid ihr schon gefahren? Nee, wir stehen hier schon lange. Ihr macht immer Pause oder so, oder was? Genau, der macht Pause, ja. Aber es geht gleich weiter. Also, okay. Wie gesagt, ich achte auch drauf, hier auf die Sicherheit, ne? Ah, Polizei, ja. Ja. Das heißt Polizist, gut, genau. Deswegen haben sie ihn abgestorben, das jetzt hier so... Ich bin das ja, so wir müssen jeden Tag kämpfen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Gegen ja. die Kriminellen, oder? Ja, das sind die Kriminellen. Können Sie ja mal festnehmen, die bitte. Das die 367, die habe ich noch total im Kopf, ne? Die hab ich, ja. Den habe ich nämlich mir selber ja, aus dem Verkehr gezogen. Der hat doch immer die Seife fallen lassen, der ja, Dusche. Ja, ja, das ja. Der kam von hinten. Bro, aber komm so zu filmen direkt. Chill das mal. Ja, ja, ja. Okay, komm jetzt. Okay. Ja. Bro, wen haben wir denn jetzt hier gerade? Bachelor Baby, you know what I'm saying? Okay, Bro. Wie heißt du? Nico, Nico. Ah, Nico, ja, was geht, gesehen, Nico? Ich hab gesehen, du hast auf mein Video reagiert. Aber warte, Nico duscht. Yo! Ah, guck, ich hab doch erkannt, ja. Bro. In München, du machst Videos, ne? Hab ich einmal gemacht, Bro. Ja, fang jetzt an. Ja, Crash Out. Was bist du heute, Batman? Ja, Batman. So, Leute, ich geh da jetzt hoch. Ey, das ist nicht für große Menschen gebaut worden hier. Kein Scheiß. Opa! Leute, Innenausstattung. Du bist hier so 10 Meter hoch, hast hier so gefühlt gar keinen Platz. Scheiße. Okay, Leute, wir fahren jetzt gleich das Ding. Ich bin extrem aufgeregt, Mann. Steht denn hier Zündung AV? Okay. Hat das Ding eine Hupe? Nee. Nee? Wie funktioniert das Ding hier? Ganz einfach. Ist im Prinzip wie ein Auto, ein großes, ne? Hier Zündung. Hier ist dann quasi Startknopf. Dann geht der hier rein. Bekommen. Aber ist krass, oder? Das war krass. Ich habe auch gar keinen Überblick gehabt. Nur so nein, ist schwierig. Und wenn, stell dir vor, du bist jetzt hier angegurtet, hängst ja, richtig Mann. Im Sitz drin, du achtest eher, es ist ja auch stockduster, aber normal ja. Guckst du mehr unten raus. Ja. Weil auch wenn da dann die Schrottfahrzeuge stehen, wo du im Idealfall drüber jumpst, ja. Da hast du mehr als hier oben. Das ist eigentlich... Verrückt. Und auch krass, wie leicht das Lenkrad ist. Ja, ist krass, ne? Das ist also ist besser als beim Smart, ne? Ja, ist easy. Voll geil. Aha, Antonius, wo schaust du hin? Schaust du auf den Salto oder schaust du auf die... Was? Wie gefällt es euch bisher? Alles gut? Alles super. Es gefällt uns super. Was macht ihr auf TikTok oder was? Ja. Was macht ihr so auf TikTok? Ihr habt alle den Kanal zusammen oder? Ja, wir haben alle zusammen den Kanal. Was ist das für ein Ticket, was du erlernt hast? Das ist ein Mr. Beast Burger. Goldenes Ticket. Anscheinend, wenn man Werbung macht, kriegt man auch eine Belohnung dafür. Und was ist so der Vorteil davon? Was kriegst du davon? Finden wir heraus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow!
Super gefilmt! Wir brauchen jetzt mal wirklich eine Tanzpause, das war viel zu viel, Mann. Guck mal, wir haben eine Theorie aufgestellt, dass Mr. Beast einfach den krassesten Move seines Lebens gemacht hat. Schau mal, hier sind ja um die 300 Millionen Follower, nehmen wir an, weil hier alle Creator sind. Jeder hat hier ein paar hunderttausend Follower oder ein paar Millionen. Schau mal. Das bedeutet, Mr. Beast stellt hier seine ganzen Produkte her. Mr. Beast Burger, Mr. Beast Schokolade da drinnen. Komplett Mr. Beast und Amerika als Süßigkeiten hier, ne? Schau mal, wenn du hier noch Werbung für den Mr. Beast Burger machst, bekommst du irgendeine goldene Karte, okay? Das bedeutet, jeder macht Werbung für Mr. Beast seinen Burger. Das ist geisteskrank. Digga, Marius, Mr. Beast ist so krass. Guck mal, jeder Influencer macht ja jetzt hier Werbung so für Mr. Beast seine Burger und so, weil die das ja alle posten. Und ja, ich glaube, Mr. Beast hat ja auch ein bisschen Party gezahlt, oder? Ich denke mal, oder wobei? Gute Frage. Aber jeder Influencer. Ja, die Sache ist ja, dass die Leute, Mitarbeiter und so. Vielleicht hat er das alles gezahlt. Ich weiß nicht, ob er noch drauf gezahlt hat. Müsste man jetzt fragen. Werde ich aber nicht tun. Boah, ich denke, das ist ein krasser Promo-Move von ihm gewesen, Marius. Das ist safe krass. Ja, man lebt. Also ich glaube, der hat noch viel Größeres vor, Bruder, als jetzt nur eine Geburtstagsparty. Ja. Deutschland ein bisschen erobern, weißt du? Er will ja ein bisschen. Ist jetzt auch nach Deutschland expandieren, habe ich gehört. Ja, ja. Deswegen, Digga. Hast du probiert den Burger? Ja, Mann, der ist krass. Wie schmeckt der dir? Also Bruder, ich habe jetzt alle krassen Burger in Deutschland probiert. Das ist nicht der beste Burger Deutschlands. Zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber du weißt selber, es gibt krasse Namen. Ja, ja, ja. Und damit meine ich jetzt nicht McDonald's, ne? Aber ich muss sagen, er ist trotzdem sehr, sehr stark. Und wenn die diese Qualität, die hier hatten, auch wirklich so per Lieferkette bringen können, dann ist echt crazy, muss man sagen. Ich finde ihn voll fettig, Digga, muss ich sagen. Voll, viel voll fettig, finde ich den. Ja, richtig amerikanisch halt. Ich bin ja auch voll fettig. So Leute, das war's mit der Mr. Beast Riss TikTok Influencer Party. Digga, es ist vorbei. Ich war mega gehypt, es hat sich auch geil gelohnt, hat voll Spaß gemacht. Wirklich mal so Influencer kennenzulernen und so, war geil. Bro, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, wir müssen jetzt noch 4 Stunden nach Nürnberg fahren. Das heißt, es ist 1 Uhr nachts. Wir fahren jetzt von Köln 4 Stunden nach Nürnberg. Es wird erstmal wild, wir müssen jetzt erstmal die Fahrt überleben und keinen Unfall bauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag noch. Leute, liked das Video nicht, wenn es euch gefallen hat. Und deabonniert den Kanal, wenn das Video euch zum Lachen gebracht hat. Leute, ich küsse eure Herzen. Ciao.